muss immer den aktuellen Code erfassen. Jedes Mal. Okay. Ich glaube, jetzt sind wir live. Sehr schön. Passt ja auch von der Zeit, alles gut. So, wir sind live, also Restream geht live. Gucke ich mal kurz. Events. Okay, wir haben noch knappe Minute. Dann starten wir. Ich check gerade mal die Kanäle. Dann mache ich jetzt auch die Präsentation, oder? Genau, wir können starten. So. Okay, dann teile ich die schon mal. So. Jetzt müsste man die sehen. Okay, Punkt 11 Uhr. 11 Uhr ist Tool Party Time bei uns. Also ein herzliches Willkommen an all die, die uns jetzt hier zuschauen in unserem Livestreaming, und wir haben heute, der Christopher und ich, wieder ein sehr, sehr spannendes Thema. Heute gibt es keine Toolschlacht, so wie bei anderen Webinaren. Wir werden also dann nicht jetzt zwei Hände voll Tools vorschlagen, sondern wir werden uns auf ganz wenige, konkret auf eins fokussieren, mit dem man unser Thema nach vorne bringen kann, nämlich das Thema Onboarding. Ja, und das ist unser Thema heute, in den nächsten 60 Minuten. Genau, richtig, ja. Also auch ein herzliches Willkommen von mir. Onboarding, Video schnell gemacht. Wir haben uns auf ein Tool fokussiert, indem wir das vorführen. Es gibt natürlich noch zwei, drei andere Tools, aber es ist auch unser Favorit, den wir heute mitgebracht haben. Deswegen eher intensiv in die Arbeit einsteigen, wie das Ganze funktioniert, und weniger in den Tool-Vergleich. Ja, Gerald, ich denke, wir können uns mal gemeinsam angucken, was wir heute machen werden. Also wir haben wie immer eine kleine Live-Umfrage mitgebracht, um einfach mal so ein bisschen Stimmungsbild noch einzufangen, und gehen dann in das Thema Onboarding rein, schauen uns auch nochmal an, was bei Onboarding so die Problematik auch ist, und gehen dann auch direkt weiter in die Live-Demo. Das heißt, wir zeigen euch, wie man ein Onboarding-Video schnell erstellen kann und was für Effekte es eben dann damit auch hat. Gut, wir gehen direkt mal in die Live-Umfrage rüber. Ich würde dazu kurz die Bildschirmteilen stoppen und einmal auf Mentimeter gehen. Der eine oder andere, der dabei war, das kennt es schon. Mentimeter ist ja ein Live-Umfragetool, mit dem ihr die Möglichkeit habt, direkt zu reagieren auf die Eingaben, die gemacht werden, und oder auf die Fragen, die angezeigt werden. Und das Ganze wird in Echtzeit dann auch angezeigt. Ja, es ist recht simpel von der Art. Also man geht auf menti.com und gibt dann, ihr seht oben in der Zeile, ist auch so eine Zeile hier. Ich gehe mal mit dem Browser hin, ich schick's, beziehungsweise ich kopiere mal den Link noch, schicke das auch mal kurz in den Chat hier noch rein, falls der ein oder andere direkt mitarbeiten möchte über den Weg. Ansonsten ist es einfach so, auf menti.com und dann den Code eingeben, die 28374444, und ja, einfach mal auschecken, ist recht simpel. Und da unten rechts sieht man schon verschiedene Symbole, und mit diesen Symbolen kann ich auch schon direkt reagieren. Das heißt, ich sehe die in
der Ansicht, nachdem ich den Code eingegeben habe, eben auch entsprechend und kann dann, wenn ich auf eins der Symbole klicke, hier eine Reaktion auslösen, die auch in Echtzeit dann gezeigt wird. Also ihr seht das schon, da kommen schon erste Reaktionen. Und mit diesen Reaktionen ist quasi dann klar, dass hier eben Leute auch schon eine Rückmeldung zum jeweiligen Chart oder zur jeweiligen Frage geben. Ja, dann lasst uns doch direkt mal einsteigen. Wir gehen jetzt hier mal direkt weiter und gucken uns die erste Frage an. Uns interessiert natürlich, produzierst oder bearbeitest du bereits Videos? Also bist du, sag ich mal, in dem Themenfeld Video grundsätzlich schon unterwegs? Einfach mal, vielleicht bist du auch nur manchmal unterwegs, bist auch, sag ich mal, ansonsten ist es vielleicht bei dir schon stark ausgeprägt, dann bist du da eher schon intensiver unterwegs, dann mit Ja-Antworten oder halt das ist für ein Feld, was du dir jetzt einfach komplett neu betreten willst, wo du sagst, okay, da bin ich noch nicht unterwegs, aber da möchte ich auf alle Fälle schon mal einsteigen. Ja, wir sehen, wir haben aktuell zwei Abstimmungen, die angekommen sind. Es gibt auch noch eine dritte mit Nein. Okay, sehr ausgeglichenes Bild heute. Sehr schön. Wir haben also quasi alles vertreten. Es gibt eben hier Teilnehmer, die schon mit Videos intensiv arbeiten. Teilnehmer, die manchmal damit arbeiten, manche auch eben nicht, die ganz neu in das Thema einsteigen. Sehr schön. Dann schauen wir doch gleich mal nach und gehen in die nächste Frage rein. Welche Tools nutzt du denn für dein Onboarding? Das würde uns interessieren. Gibt es da irgendwas, was du heute schon für das Onboarding nutzt? Beispielsweise irgendwie mit Teams kommt hier rein. Schauen wir an, was sonst noch hier so reinkommt. Xing, okay, auch spannend. Dann haben wir hier PowerPoint, auch nochmal etwas, was hier reinkommt. Sage ich jetzt mal, Microsoft hier schon gut vorne vertreten, aber anscheinend noch kein klassisches KI-Tool oder Videoproduktionstool, was wir hier so sehen. Das ist schon mal sehr erhellend oder beziehungsweise interessant hier die Rückmeldung. Perfekt. Ja, dann letzte Frage hier für heute noch. Wie viel Arbeitszeit wendest du denn für ein einzelnes Onboarding auf? Das würde uns noch interessieren. Ist das eher 15 Minuten? Das heißt, das hast du alles schon so gut vorbereitet, dass du das jedes Mal sehr schnell abwickeln kannst? Oder bist du da eher länger unterwegs? Für jedes Onboarding musst du dich gut vorbereiten, brauchst du, weil du nicht eine Art Standard hast, sehr, sehr lange. Das ist jetzt die große Frage einfach. Auch hier sehen wir wieder eher ein ausgeglichenes Bild von 15 Minuten bis 8 Stunden. Also es ist sehr, sage ich mal, volatil hier, wie das Ganze schwingt. Ja, sehr schön. Also vielen Dank für den ersten Eindruck. Ich glaube, wir haben heute eine große Bandbreite dann an Teilnehmern mit dabei, die sehr unterschiedlich agieren oder sehr unterschiedlich unterwegs sind, wenn man das Ganze betrachtet. Und deswegen macht es auch Sinn, dass wir hier einfach weiter eintauchen. Gut, das heißt, wir würden jetzt hier einfach mal rüberschwingen zur Präsentation wieder und würden uns so ein bisschen das Thema Onboarding auch nochmal nähern, eben was es bedeutet, warum es zeitintensiv ist, aber dass es ja auch ein wiederkehrendes Thema ist. Und da hat Gerald, glaube ich, ganz spannende Entwicklungen oder auch Zahlen mitgebracht. Ich springe direkt mal rein oder wir springen direkt mal rein und gucken uns an, was es da so gibt. Ja, in der Tat. Also wenn man sich auf dem Markt umschaut, also auf den Anbietermarkt und auf dem Nachfragemarkt bezüglich Onboarding-Leistungen oder Dienstleistungen, dann stellt man zunächst erstmal Folgendes fest. Das Thema boomt seit einigen Jahren ganz massiv. Es ist insbesondere schon vor der Corona-Zeit sehr massiv in den Unternehmen thematisiert worden und auf die Agenda nach oben gerutscht. Also 2018, 2019 vor allem, da gab es einen Peak. Wir sehen, dass dann natürlich durch Corona, durch die Verlegung der Arbeitsleistung und Wertschöpfung in das Homeoffice hier auch nochmal eine Brisanz und Signifikanz entstanden ist. Es liegt sicherlich daran, dass viele Unternehmen heute, und so nehme ich es jedenfalls auch bei unseren Hochschulabsolventen wahr, dass viele Unternehmen einfach auch per se schon 40 Stunden Homeoffice anbieten und auch das völlig regional unabhängig. An diesem Chart hier sehen wir,
Eine aktuelle Studie von Bitkom, die ist 22 veröffentlicht worden, die Durchführung 21 gewesen im vierten Quartal. Und hier wurden insgesamt knapp über 600 deutsche Unternehmen befragt, wo sie denn ihre Aktivitäten jetzt weiter sehen. Das sind die dunklen Felder, und wo Aktivitäten zurückgenommen werden. Das sind dann die helleren, hellblauen Felder. Und wir sehen hier auf Platz 4 von oben gesehen, dass die Digitalisierung der gesamten Mitarbeitergewinnung, des Recruitings und dann, wenn sie gewonnen wurden, des Onboardings im Unternehmen doch deutlich, deutlich zunehmen. Nur jedes vierte Unternehmen rund sagt, okay, dass es hier die Aktivitäten zurückfahren wird. Das ist dadurch zu interpretieren, dass dann diese Unternehmen, die hier das Engagement nicht ausweiten oder sogar zurückfahren, dann auch nicht planen, in der nächsten Zeit Personal zu rekrutieren und damit natürlich der Onboarding-Prozess dann auch weitestgehend wegfällt. Also das ist schon interessant. Insgesamt sind alle Aktivitäten, was die Einarbeitung selber angeht, hier stark am Wachsen, aber insbesondere das E-Recruiting und dann das schnelle Einarbeiten ist offensichtlich ein sehr, sehr großes Thema in der Wirtschaft. Alle Personaldienstleister werden das bestätigen. Wenn wir auf den nächsten Chart schauen, dann sehen wir eine Sensibilität hier aus dem aktuellen Herrnstein-Report, auch aus dem letzten Quartal des letzten Jahres, also knapp ein Jahr nur alt, damit dann also auch noch zeitlich relevant, nämlich die Frage, wie sich denn jetzt das ganze Onboarding neuer Mitarbeiter jetzt durch das Remote-Working auch tatsächlich denn ausgewirkt hat auf das Unternehmen. Also während es vor Corona so Mitte der 15er, 10er Jahre so noch war, dass man über normale Stellenausschreibungen, über Monster.de und ähnliche, beziehungsweise dann auch über Mund-zu-Mund-Propaganda seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen konnte und dann auch in Präsenz in feste Bürostrukturen einbinden konnte, sieht das heute schon, ja, man muss schon beinahe sagen, wirklich deutlich, deutlich anders aus. Also wir haben eine Quote von 40-50%, die einen Anspruch auf Remote Working seitens der Mitarbeiter stellen an den Arbeitgeber, und insgesamt eine Quote von um die 30%, die im Remote Working aktiv sind, mehr als 3 Tage die Woche. Also mindestens gleich 3 Tage. Da verändert sich jetzt natürlich in der Frage nicht nur, wie gewinne ich Mitarbeiter für solche Jobs, sondern für unser Thema heute natürlich auch die Frage, wie ich jetzt solche Mitarbeiter, die ich eigentlich gar nicht sehe, nun tatsächlich so schnell wie möglich onboarde. Das geht eben nicht mehr so wie früher, dass ich dann meinen neuen Mitarbeiter dann nehme und sage, pass mal auf, wir gehen mal in die Kantine. Hallo, das ist die Kantine. Guck mal, hier kriegst du das Essen, du nimmst ein Tablett, das Besteck und hier zahlst du mit deiner Mitarbeiterkarte oder Bar oder wie auch immer. Oder ich stelle dich mal unseren Fachabteilungen vor und wir gehen mal durch die Büros. Das ist ja alles nicht mehr, und das lässt sich auch virtuell zurzeit jedenfalls nicht flächendeckend nicht substituieren, indem man dann halt Unternehmen komplett virtuell abbildet, so im Metaverse oder sowas. Das ist ein Thema in den nächsten 10 Jahren vielleicht, aber nicht jetzt. Also muss man irgendwie was anderes machen. Man muss also quasi das, was ich mit dem Onboarding als Ziel verfolge, dann anders formulieren. Und genau das ist unser Thema. Und wir sehen, dass das vielen Unternehmen an diesen Zahlen hier von Herrn Stein deutlich schwieriger fällt. Also deutlich heißt, jedes dritte Unternehmen tut sich damit schwerer als zuvor. Und nahezu jedes zweite Unternehmen sagt dazu, naja, also wir kriegen das schon irgendwie gebacken, aber es ist auch schon deutlich schwieriger geworden. Die Frage nach der Schwierigkeit, welche Schwierigkeiten dabei auftauchen, sagt der Report, naja, oberflächlich, sage ich mal so, die Erfahrungen sagen, dass in den Unternehmen hier insbesondere der Aufwand, um Leute im Remote Working an das Unternehmen zu binden und schnell produktiv zu machen, deutlich höher geworden ist. Und höherer Aufwand bedeutet höhere Ressourcen bedeutet auch nicht nur mehr Zeit, sondern auch mehr Mitarbeiter. Beides haben Unternehmen nicht. Sie haben nicht mehr Zeit und sie haben auch nicht mehr Mitarbeiter, die sich damit beschäftigen können. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich weiß es von einigen Eckstudies, die jetzt beispielsweise in Großkonzernen gebordet werden.
dass es da ganze Heerscharen von jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im HR gibt, die sich nur darum kümmern, die neuen Leute onzuboarden und mit denen Hausbegehungen zu machen. Okay, aber in der breiten Masse der Unternehmen ist das und insbesondere im Mittelstand ist es nicht so. Als drittes sehen wir so ein Beispiel, mit denen sich dann diese Unternehmen beschäftigen. Also was denn zum Onboarding so gehört? Hier einfach mal ein Auszug aus einer Onboarding-Checkliste, wahllos jetzt mal ausgewählt, wo man so sieht, okay, man kann es also natürlich auch analog in Form eines Word-Dokuments oder eines PDFs oder von mir aus auch noch in Excel irgendwie mit Spalten und Zeilen irgendwie hinkriegen, dass ich sage, okay, ich zeige erstmal in der ersten Woche so etwas wie meine gesamte Produktpalette. Ich mache eine Einführung in die Branchen. Ich zeige, wie bei uns die Reisekosten abgerechnet werden. Dazu gehen wir in die Personalabteilung. Diese Arbeiten, also was zeige ich dem neuen Mitarbeiter, in welche Arbeitsprozesse muss er schnell, also nach ABC-Analyse, schnell mit A-Priorität eingearbeitet werden, was kann als C-Priorität auch in späteren Tagen und Wochen passieren, das muss ich auf jeden Fall sowieso tun. Also da kommen wir nicht drum rum. Das heißt also, sowohl in der Geschäftsleitung oder beziehungsweise wenn HR oder Personalmitarbeiter da sind, ist das der Job der Personaler, die sich denn genau damit beschäftigen, wie man die Leute so schnell wie möglich dann produktiv kriegt. Und es ist eben nicht damit getan, den Tischkicker oder die Mensa oder die Kantine zu zeigen, sondern da gehört dann deutlich, deutlich mehr dazu. Und ja, es ist natürlich auch so, dass wenn ich jetzt pro Jahr vielleicht nur 5 Leute einstelle, was im Mittelstand schon viel sein kann, aber nehmen wir mal die Zahl 5 Leute auf 100 Bestandsmitarbeiter eines wachsenden Unternehmens, dann habe ich diesen Prozess 5-mal. Und ich habe in der Regel dann 5 Leute in 5 verschiedenen Bereichen, Abteilungen mit unterschiedlichen Aufgaben. Das heißt also, ich mache den ganzen Kram nicht nur einmal, sondern ich mache ihn 5-mal. Und schwuppdiwupp hast du natürlich einen erhöhten Aufwand. Du machst dieses PDF entweder so allgemein, dass es auf alle passt, dann bringt es meistens nichts, dann bist du wieder auf Tischkicker- und Kantinenniveau. Sinn macht es nur, es auf den individuellen Job herunterzubrechen und dann wächst der Aufwand einfach wieder. Ja, und da haben wir uns natürlich dann auch überlegt, weil, nein, nicht überlegt, wir haben diesen Bedarf gemeldet bekommen, ne, von unseren Kundinnen und Kunden, als auch durch unsere jeweiligen Aktivitäten jetzt in der Wirtschaft, dass viele Unternehmen in der Tat damit eine deutliche Herausforderung haben. Also was Herrnstein in seiner Studie gesagt hat, können wir da absolut bestätigen. Und wir haben natürlich dann durch unser Engagement jetzt in der KI-Tool-Party auch gesehen, dass es da nicht das perfekte Tool gibt, obwohl Microsoft und SAP da schon was anbieten. Aber das sind meistens Konzernlösungen und keine Lösungen für Hands-on-Mittelständler. Also haben wir uns die Gedanken gemacht, wie kann das denn anders laufen? Und da war es natürlich was mit künstlicher Intelligenz machen und mit Tools und mit digitalen Medien. Da muss da natürlich aus unserer Perspektive ein Lösungsansatz sein. Und den wollen wir dann heute hier euch mal zeigen. Und da hat Christopher was Fantastisches vorbereitet. Wir haben also überlegt, wie wir jetzt konkret im Bereich der Videoproduktion den Onboarding unterstützen können, um den Aufwand nicht steigen zu lassen, sondern sogar ganz im Gegenteil zu senken. Und genau das sehen wir jetzt hier, Christopher. Genau, richtig. Also wir haben uns Gedanken gemacht, so ein Onboarding-Prozess, wie der so abläuft. Und meistens ist ja so, der, sag ich jetzt mal, neue Mitarbeiter wird begrüßt, wird im Zweifel rumgeführt, wird einfach quasi formell auch nochmal vorgestellt dem einen oder anderen. Aber dann gibt es immer einen Part in so einem Onboarding-Prozess, wo es natürlich wichtige Infos gibt, die weitergegeben werden. Und meistens sind das klassische Informationen wie Urlaubs- und Gleitzeitregelung, Dresscode vielleicht, dann aber auch sowas wie, wenn es einen jährlichen Gesundheitscheck gibt oder ähnliche Dinge, dass die eben weitergegeben werden. Und das ist quasi so ein Block, der schon meistens sehr gleich ist, vielleicht von einer Abteilung zu einer anderen sich noch ein bisschen unterscheidet, aber sage ich jetzt mal, zentrale organisatorische Informationen werden schon immer wieder, sage ich jetzt mal, sich stark wiederholen und sie kosten natürlich auch Zeit, das weiterzugeben. Also wir haben einfach mal hier so ein Beispiel gerechnet, wo wir gesagt haben, okay, das Erstgespräch dauert so 15 Minuten, wo man so ein bisschen begrüßt, vielleicht so ein paar Sachen kurz zeigt.
einsteigt und dann geht es über in ein Gespräch, wo der Informationsblock kommt, wo eben über Gleitzeit, über Dresscode, über vielleicht Freizeitmöglichkeiten, über den jährlichen Gesundheitscheck etc. geredet wird. Und das ist ja quasi was, was sich dann auch jedes Mal wiederholt. Also jedes Mal gibt es diesen allgemeinen Informationsblock, wo eben dann 20 Minuten lang diese Information weitergegeben werden kann. Und sowas könnte man sehr, sehr gut mit einem Video ersetzen. Und so ein Video zu produzieren, da hilft uns heute halt ganz klar die KI. Und das sind dann eben die 20 Minuten, die ich jedes Mal spare. Das heißt, wenn ich das jetzt einfach mal auf mein klassisches Onboarding Personenkontakt rechne, würde der sich dann eben reduzieren nur noch auf die 15 Minuten. Vorher habe ich 35 Minuten, jetzt habe ich dann eben nur noch 15 Minuten, weil ich das Video einsetzen kann. Ein Video ist eh ein sehr beliebtes Medium. Das sehen wir vor allem auch an TikTok oder auch an Instagram, die mittlerweile auch sehr stark in das Videofeld ja eingestiegen sind. Genauso auch YouTube. Also Video ist ein sehr beliebtes Medium zum Konsumieren und dementsprechend passt es, glaube ich, auch auf die Zielgruppe des Onboardings sehr gut. Denn, sage ich jetzt mal, auch in vielen Fällen wird es eher jüngeres Publikum sein, was dann hier ongeboardet wird. Und entsprechend sind die auch gewöhnt, eher mit Video umzugehen oder genießen es oder, sage ich jetzt mal, bevorzugen auch mit Videoinformationen bestückt zu werden. Ja, und wir wollen heute einfach mal zeigen, wie kann ich so ein Onboarding-Video ohne großen Aufwand dank der Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellen. Da wollen wir ganz klar hands-on mal einsteigen und einfach mal angucken, wie das funktioniert. Unser bevorzugtes Tool hier für den Einsatz heute eines Onboarding-Videos ist das Thema Synthesia. Synthesia.io ist ein System, was es eben ermöglicht, nur mit Texteingabe ein Sprechervideo zu erzeugen. Und wir wollen einfach mal uns so ein bisschen das Setting insgesamt erstmal anschauen. Ich habe mitgebracht eine Präsentation, die fiktiv ist, die quasi eingesetzt wird hier, um die neuen Mitarbeiter zu boarden. Ihr seht hier die Präsentation. Ich habe jetzt einfach mal quasi die auch schon personalisiert. Auch das ist mit Synthesia möglich. Ich kann quasi Serienvideos erstellen, die ich über eine Schnittstelle einfach mit Personendaten, Platzhaltern bestücken, also ähnlich wie Serienbriefe könnte ich die Videos auch dann in Serie produzieren, ohne großen Aufwand. Das wird einfach der Name hinterlegt, das Tool zieht sich den Namen und dann wird herzlich willkommen und hier steht dann immer der Vorname des jeweiligen Mitarbeiters. Das würde dann automatisch in Synthesia auch möglich sein. Und ihr seht, ich habe in der Demo-Präsentation, die ich jetzt einfach mal kurz aufgebaut habe, so ein bisschen Informationen, um die es geht, im Überblick gezeigt, Organigramm, Urlaubs- und Gleitzeitregelung, die Unternehmensleitlinien und Werte, aber auch die Freizeitmöglichkeiten in Demohausen. Dann habe ich so ein paar Charts hier noch rein, das Organigramm, dann hier ein Chart zu Urlaubs- und Gleitzeitregelungen. Und so könnte durchaus eine Präsentation sein, die heute vielleicht sogar schon im Einsatz ist, die aber tatsächlich noch im persönlichen Kontakt, also in der Präsentation dann gezeigt wird und die dann gemeinsam mit dem Mitarbeiter, mit dem Neuen durchgegangen wird. Und genau dieses Thema könnte man eben jetzt transportieren in die Videoebene, sodass uns hier quasi eine Art Self-Service, was ja im Personal auch ein sehr starker Bereich ist, der Self-Service, dass der Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, durch Portale selber den Urlaubsantrag einreicht, Dinge sich bucht oder ähnliches, dass es quasi in diese Richtung auch bewegt wird. Ja, wir haben hier die Präsentation. Ich gehe mal in das Tool rein. Synthesia.io, so sieht die Oberfläche aus, nachdem ich mich eingeloggt habe. Ich würde hier einfach jetzt sagen, Create New Video. Was ich jetzt machen kann, ist, dass ich quasi einfach eine neue Präsentation hier reinlade. Jetzt ist natürlich der Vorführeffekt. Vorhin hatte ich die Import PowerPoint Präsentation noch drin. Ich gehe gerade nochmal auf den Home-Bereich. Hier habe ich sie. Ich bin eins zu tief schon reingehüpft gewesen. Ihr seht hier, ich kann einfach entweder die Präsentation hochladen oder ich kann sie hier per Drag and Drop einsetzen. Genau das werde ich jetzt auch machen. Hier habe ich die Präsentation, die ich gerade euch gezeigt habe, schon liegen. Die packe ich hier in das Fenster rein, sage Import PowerPoint. Jetzt seht ihr, beginnt der Upload-Prozess. Das heißt, das File wird eben, nachdem es abgeloadet ist, jetzt auch verarbeitet. Und wir sehen, dass aktuell die Prozentzahl auch hochzählt und entsprechend die PowerPoint in das interne Format übersetzt wird.
Das ist jetzt auch schon durchgelaufen. Ihr seht, dass diese Präsentation, die ich vorher hier auch noch offen hatte, ich mache vielleicht mal das Fenster ein bisschen größer, dann ist es, glaube ich, eindeutiger, sieht man das Ganze ein bisschen besser. Und was ihr jetzt hier habt, ist, dass quasi die Präsentation im Hintergrund schon reingeladen wurde und dass aber jetzt ein Sprecher oder eine Sprecherin, besser gesagt, hier drüber gesetzt wurde. Und hier kann ich jetzt eben aus verschiedenen Avataren auswählen und kann quasi hier einen Avatar dann reinsetzen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, der Avatar gefällt mir nicht so. Ich will lieber die Emma nehmen und würde jetzt hier den Avatar wechseln in die Emma und kann jetzt sagen, nee, ich möchte auch von der Darstellung die Emma ein bisschen anders setzen. Ich hätte die beispielsweise lieber als kleinen Kreis gesetzt. Und so hätte ich das gern durchgezogen auf die einzelnen Folien. Das heißt, ich gehe hier entsprechend auch wieder rein, wechsle den Avatar, gehe wieder zur Emma, wie ich gerade eben hier schon hatte, setze die auch wieder als quasi kleines Symbol in Kreisform. Das gleiche mache ich für die Folgefolien entsprechend auch, dass ich hier wechsle, sodass es einheitlich natürlich ist. Ich will nicht mit unterschiedlichen Sprechern hier agieren, sondern ein durchgängiges Sprechererlebnis für meine Folien, für meine Präsentation haben. Ja, so, nochmal ein letztes Mal die Emma hier eingesetzt und dann auf den Circle. So habe ich jetzt quasi den Sprecher oder die Sprecherin hier permanent eingeblendet. Ich könnte rein theoretisch natürlich auch nochmal wechseln vor der Positionierung, dass ich sage, ob ich sie links oder rechts haben möchte. Auch das ist möglich, aber wir lassen sie es jetzt einfach mal so, wie das ist. Ich habe mir in Vorbereitung von dem Ganzen auch ein kleines Skript natürlich geschrieben, wo ich den Text, den die Emma sprechen soll, runtergeschrieben habe. Das würde aber im, sage ich jetzt mal, Echtfall auch nicht schwerfallen, denn der Personaler oder auch derjenige, der das Onboarding durchführt, würde ja auch ins persönliche Gespräch gehen und sich entsprechend vorbereiten und quasi dann seine Informationen weitergeben. Also insofern müsste er sich gedanklich einfach nur in die Situation hineinversetzen und könnte, glaube ich, so recht schnell auch dann den Text dafür runterschreiben. Wir gehen einfach mal auf das entsprechende Textfile, was ich vorbereitet habe. Und für die erste Folie habe ich so eine Art Willkommenstext hier kurz formuliert. Den gebe ich hier einfach rein. Und jetzt schauen wir mal, ob hier alles von der Freigabe, ich gehe nochmal ganz kurz in die Freigabe, dass das, ja, die ist auf Ton eingestellt, das sollte alles funktionieren. Ich habe den Text hier reinkopiert und ich kann mir auch gleich anhören, wie die Sprecherin dann diesen Text sprechen würde. Ich spiele es einfach mal an. Hallo und herzlich willkommen im Team, lieber Hans. Schön, dass du hier bist. Ich bin Petra, deine heutige Assistentin, welche dir wichtige Themen zu unserer Organisation zeigt. Ja, und wenn ich mit dem Text und der Sprache zufrieden bin, kann ich jetzt zur nächsten Szene gehen und auch hier wieder den Text einsetzen, den ich mir entsprechend vorbereitet habe. Ich kopiere den einfach mal kurz hier raus und gebe ihn hier rein. So, und dann kann ich auch hier wieder... Lass mich dir zunächst einen Überblick über wichtige Dinge über das Unternehmen geben. Du erfährst in den nächsten Minuten alles Wesentliche vom organisatorischen Aufbau unserer Firma über den jährlichen Gesundheitscheck bis hin zu Freizeitmöglichkeiten hier an unserem Standort in Demohausen. Ja, das ist die Nummer 2. Wir machen das Ganze noch in die Nummer 3, die Folie mit dem Organigramm, wo das Organigramm erläutert wird. Kopieren hier uns entsprechenden Text raus, setzen ihn wieder rein. Anspielen, glaube ich, kann ich mir in dem Fall sparen. Das haben wir jetzt zweimal uns schon angeguckt. Gehe direkt mal rein in den nächsten Bereich. Das heißt, ich hole mir die Nummer 4 noch raus. Der Block, wo es um die Arbeitszeit und die Gleitzeitregelungen geht. Gebe den hier entsprechend rein. Und damit, ich kann ihn noch mal kurz anspielen, lassen wir das uns kurz anhören. Was die Arbeitszeitregelungen betrifft, so haben wir eine flexible Arbeitszeit, die es dir ermöglicht, deine Arbeitszeiten an deine persönlichen Bedürfnisse Ja, so ist das Ganze jetzt quasi vom Grundaufbau. Also es ist ähnlich wie eine Art PowerPoint-Präsentation. Ursprung ist ja auch die PowerPoint, die ich hier importiert habe, aber vom Grundaufbau ist es eigentlich eine PowerPoint-Präsentation.
wenn man so will, in der ich einen Sprecher dazu buche und dazu setze. Und man könnte rein theoretisch, wenn vielleicht die PowerPoint-Präsentation schon vorliegt und sogar Notizen auf den einzelnen Folien sind, dass ich diese Notizen nehme und die als Basis für den Text dann auch wieder einsetze. Wenn ich alles fertig habe, vergebe ich noch einen Titel hier, sage beispielsweise Onboarding, Mitarbeiter, Marketingabteilung oder so ähnliches. Und damit habe ich quasi hier den Namen gesetzt, gehe hier auf Generate, kann hier noch im Zweifel den Titel nochmal neu vergeben, kann eine Beschreibung zu dem Video geben und so weiter, kann hier auch sagen, ob diese Untertitel angezeigt werden sollen, ja oder nein. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und hier kriege ich dann auch eine Einschätzung, wie lange das dauert, um dieses Video zu produzieren. Was ja jetzt hier passiert ist, dass dieser Text, den ich eingegeben habe, einerseits in eine Tonspur, also in das sogenannte Natural Language Generation übersetzt wird, also dass die Maschine synthetisch Sprache generiert aus diesem Text, der eingegeben wurde. Und im zweiten aber die gewählte Sprecherin hier lippensynchron zu dieser Tonspur aufbereitet oder generiert wird. Ja, am Ende sage ich Save Process und Process Video. Ihr seht hier, es gibt dann einen Hochzähler, der prozentual mir anzeigt, wie lang das Video oder wie weit das Video schon produziert ist. Jetzt einfach von dem Gesamtfortschritt. Aktuell sind wir bei 3%. Und wie gesagt, 8 Minuten war die Hochrechnung, die es ungefähr dauert, bis das Video fertig ist. Wir wollen hier aber jetzt nicht, sage ich jetzt mal, warten, bis das Ganze zu Ende ist, sondern uns einfach mal das Ergebnis hier anschauen. Ich habe das auch schon hier vorbereitet und würde einfach mal das Video abspielen, dass wir uns das zusammen angucken. Ihr hattet vorher gesehen, ich habe die Untertitel als eingeschaltet gelassen. Das heißt, hier wird das Ganze auch mit Untertitel jetzt ausgegeben. Gut. Hallo und herzlich willkommen im Team, lieber Hans. Schön, dass du hier bist. Ich bin Petra, deine heutige Assistentin, welche dir wichtige Themen zu unserer Organisation zeigt. Lass mich dir zunächst einen Überblick über wichtige Dinge über das Unternehmen geben. Du erfährst in den nächsten Minuten alles Wesentliche vom organisatorischen Aufbau unserer Firma über den jährlichen Gesundheitscheck bis hin zu Freizeitmöglichkeiten hier an unserem Standort in Demohausen. Hier ist unser Organigramm, das dir zeigt, wie unser Unternehmen organisiert ist. Wie du siehst, gibt es verschiedene Abteilungen und Teams, die jeweils von einem Teamleiter geleitet werden. Du wirst in Kürze auch die Gelegenheit haben, die Geschäftsführung persönlich kennenzulernen. Was die Arbeitszeitregelungen betrifft, so haben wir eine flexible Arbeitszeit, die es dir ermöglicht, deine Arbeitszeiten an deine persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Wir vertrauen darauf, dass du deine Arbeitszeiten verantwortungsbewusst planst und deine Aufgaben erledigst. Ja, so viel mal zu unserem ersten Beispielgenerierung. Ihr habt selber gesehen, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht genau auf die Uhr geguckt, aber ich würde sagen, das waren weniger als, sage ich jetzt mal, 10 Minuten, die ich hier für diese Videoproduktion gebraucht habe. Das heißt, es ist jetzt wirklich ein machbarer Aufwand mit diesen Tools oder mit diesen Art Tools. Synthesia ist ja stellvertretend. Das ist jetzt unser Lieblingstool, zwar Tool, was das Thema angeht, aber es gibt noch viele andere, die das auch können. Es gibt unter anderem mittlerweile auch Tools, die es ermöglichen, sage ich jetzt mal, einen eigenen Sprecher einzuspielen. Synthesia gehört auch dazu. Oder was auch möglich ist, dass ich quasi ein Foto sogar animiere als Sprecher. Auch das könnten wir sind von der Zeit noch sehr gut, glaube ich, uns einmal angucken, dass wir uns vielleicht einfach einen Sprecher bauen, den es gibt oder ähnliches, den es im Unternehmen gibt, vielleicht der Personaler selber, der Personalchef oder vielleicht eine Personalassistentin, die ich dann quasi als Bild hochlade und zum animierten Sprecher generiere. Ich würde hier einfach mal das kurz noch vorbereiten, dass wir uns vielleicht das kurz angucken. Kleinen Moment, das würde ich hier nochmal kurz entsprechend in dieses Tool gehen, dass wir uns einfach mal das gemeinsam hier anschauen. Das Tool heißt DID, ist quasi
eine, auch so eine ähnliche Plattform wie Synthesia. Unterschied hier ist es eben, dass ich auch persönlich einfach ein Foto hochladen kann und mit diesem hochgeladenen Foto quasi einen Sprecher erzeugen kann. Und ich würde jetzt hier einfach mal das vorbereiten, dass wir uns das angucken. Ich würde uns mal hier kurz das Ganze nochmal zuschalten, dass ihr das entsprechend seht, dass wir hier uns das gemeinsam angucken. Gehen wir in DID rein. So sieht es aus. Studio DID Editor, da bin ich jetzt gerade. Und ihr seht, hier habe ich die Möglichkeit, quasi einen aus einem Sprecher auszuwählen, ähnlich wie bei Synthesia auch. Aber ich kann hier quasi auch einen Sprecher noch quasi dazusetzen. Ihr seht hier, die Minimum-Anforderungen sind 200x200 Pixel. Das ist jetzt nicht so schwierig. Ich würde jetzt einfach mal auch wieder einen KI-Dienst nutzen, um ein Personenbild schnell zu generieren. This person does not exist. Spuckt mir bei jedem Laden der Seite ein Personenbild aus. Ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen gucken, was ich jetzt, ob ich vielleicht irgendwo eine Person finde, wo ich sage, okay, das wird jetzt für den Kontext passen. Ich würde sagen, die Person ist vielleicht jetzt hier ganz gut passend. Wie gesagt, das ist ein künstlich generiertes Bild. Die Person existiert so nicht, sondern es ist quasi wirklich ein komplett computergeneriertes Bild. Dieses Bild speichere ich mir mal ganz kurz, sodass ich dieses Bild dann einsetzen kann. Ich würde es in den Download-Ordner speichern und würde jetzt hier in DID reingehen und entsprechend ein Video hochladen. Muss mich hier nochmal kurz authentifizieren. So, dass ich das über diesen Weg kurz mache. So, dass ich das hier zeigen kann. Gut, wir gehen nochmal den gleichen Prozess. Create Video. Ich würde hier nochmal kurz, und jetzt kann ich das Bild hochladen und habe dann somit hier meinen eigenen Presenter geschaffen. Ihr seht hier, hier ist er jetzt, den kann ich auch entsprechend wählen. Und hier könnte ich jetzt einfach sagen, auch wieder das Gleiche, dass ich einfach mal den Text nehme. Wir haben den ja noch hier vorbereitet, den würde ich jetzt mal einfach unseren Willkommenstext als Beispiel nehmen, würde den hier reinsetzen und entsprechend wieder die Sprache wählen, die wir jetzt brauchen. So, da kommt Deutsch, die Katja. Und wir hören uns einfach mal kurz an, wie das hier jetzt klingt. Hallo und herzlich willkommen im Team, lieber Hans. Schön, genau, dass du hier bist. Also ähnliche Stimmgenerierung. Wir würden allerdings jetzt einen männlichen Spieler noch nehmen oder einen männlichen Avatar, wenn man so will, sind die Females, da sind die, hören wir uns doch mal den Christoph kurz an. Hallo und herzlich willkommen im Team, lieber Hans. Schön, dass du hier bist. Ich bin Petra, deine heutige Assistentin, welche dir wichtige Themen zu unserer Organisation zeigt. Genau, und was man jetzt auch hört, okay, ich müsste jetzt natürlich hier auf einen anderen Namen gehen, zum Beispiel den Christoph könnte ich jetzt einfach nehmen, dein heutiger Assistent, dass ich das entsprechend umbaue. So, und dann können wir uns einfach mal anhören, ob die Änderung soweit passt. Hallo und herzlich willkommen im Team, lieber Hans. Schön, dass du hier bist. Ich bin Christoph, dein heutiger Assistent, welcher dir wichtige Themen zu unserer Organisation zeigt. Ja, von der PowerPoint läuft es hier ein bisschen anders. Bei diesem Tool ist es beispielsweise so, dass es ein PowerPoint-Plugin gibt. Das heißt, ich würde dieses Tool dann in die PowerPoint-Präsentation reinziehen über den Plugin-Mechanismus in PowerPoint und über den Weg das Ganze dann verknüpfen. Also es ist ein bisschen anderer Ansatz, aber bietet quasi auch die gleichen Möglichkeiten. Ich würde aber jetzt einfach mal kurz dieses Video generieren, weil wir haben ja nur ein sehr kurzes Video. Das sollte auch schnell funktionieren.
so dass wir uns gleich dann auch das Ergebnis angucken können. Denn hier, denke ich mal, kommt nochmal ein bisschen ein Sondereffekt oder auch nochmal was Besonderes rein. Denn es wird ja quasi ein Video generiert aus einem Standbild und trotzdem wird ein Sprecher erzeugt. Und das wollen wir uns einfach mal angucken, wie sowas dann aussieht. Hallo und herzlich willkommen im Team, lieber Hans. Schön, dass du hier bist. Ich bin Christoph, dein heutiger Assistent, welcher dir wichtige Themen zu unserer Organisation zeigt. Und man sieht, dass es doch recht gut schon gelungen. Also die KI schafft es hier schon, ein, sag ich jetzt mal, Bewegtbild zu generieren, was relativ authentisch wirkt. Also vor allem nach den ersten paar Sekunden fängt es an, wenn der Kopf sich zu drehen wird und so weiter, dass es authentischer wirkt. Und damit habe ich auch die Möglichkeit, recht einfach, sage ich jetzt mal, mit einer existierenden Person so ein Video zu produzieren. Also wie gesagt, das wäre jetzt hier so das zweite Tool, was ich in einsetzen könnte für diese Mechanik, die wir hier gerade heute vorgestellt haben. Synthesia bietet das auch, ist aber aufwendiger, denn ich muss hier quasi, um einen persönlichen Avatar, einen individuellen Avatar einzuspielen, muss ich mich vor einem Greenscreen abfilmen, bestimmten vorgegebenen Text mehrfach dann vor diesem Greenscreen rezipieren oder vorlesen und dann wird ein Avatar aus dem Ganzen erzeugt. Ich habe das auch schon gemacht, also ich kann das gerne euch auch mal zeigen, dass wir quasi nochmal in Synthesia kurz reinspringen. Und wenn ich jetzt hier beispielsweise einfach nochmal in sag Create New Video, dann seht ihr, gibt es auch mich selber hier als Avatar und ich kann mich selber dann auch animieren und mich sprechen lassen. Also das ist quasi so die Variante, ist noch ein bisschen natürlich authentischer, aber ist halt viel mehr Aufwand. Also insofern, wenn ich es individualisieren will, den Avatar, dann wäre hier wahrscheinlich so das von der Hürde her das einfache, das Team, das DID-System, mit dem ich das leichter machen kann. Ja, damit sind wir quasi mit unseren Demos hier am Ende. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, zwei Lösungswege, die ich heute einmal gezeigt habe. Einmal den Weg über Synthesia, wo ich die Präsentation quasi in das System hochlade, aus einem fertigen Avatar wähle. Und das zweite, letzte Beispiel, was ich gerade gezeigt habe, ist der Weg, dass ich ein Bild quasi animiere zum Sprecher und damit auch eine Person, die existiert im Unternehmen beispielsweise einsetzen könnte, zum Sprecher mache. Und das Ganze aber dann über ein Plugin in PowerPoint funktioniert. Beides Lösungen, die wir schon mehrfach getestet haben, die gut funktionieren, wobei unser Favorit eben jetzt hier Synthesia ist, aber es gibt Hour One oder auch andere Systeme eben wie Synthesia. Also das muss nicht Synthesia sein, wir kriegen hier auch kein Geld oder irgendwas für Synthesia-Aussprache, sage ich jetzt einfach mal, sondern wir sind da unabhängig, deswegen zeigen wir ja auch immer mehrere Systeme, haben in unserer Datenbank auch zig Systeme zu einem und demselben Use Case oder Thema drin. Ja, damit wären wir quasi mit unserer Präsentation oder Live-Demo am Ende. Genau, du hast die Tool-Datenbank angesprochen, deswegen schaut euch auf ki-toolparty.de um. Dort findet ihr auch als nicht registrierter Nutzer einen Einblick in das, was wir dort machen. Wir arbeiten gezielt solche betrieblichen Use Cases heraus und stellen uns die Frage, mit welchen neuen Tools, insbesondere mit künstlicher Intelligenz, können wir solche Prozesse unterstützen und sind da wirklich hands-on unterwegs. Also schaut einfach mal drauf. Für diejenigen, die noch keine Kunden bei uns sind, freuen wir uns natürlich über jeden neuen Kunden bei uns. Schaut euch das einfach mal an. Das ist absolut preisgünstig für das Know-how, was ihr dort entsprechend bekommt. Ja, wir haben am Ende dann immer noch, Christopher, so die Frage der Zukunft. Wie wird das in Zukunft so aussehen? Das ist jetzt ja schon die Gegenwart. Für viele ist das ja heute schon die Zukunft. Für uns ist es dann eigentlich eher schon die Gegenwart. Aber wie wird das in 5 bis 10 Jahren aussehen? Also vielleicht können wir da nochmal gemeinsam einen Ausblick geben. Die Leute, die vielleicht schon auch aktuell genauso unterwegs sind, wie wir es heute gezeigt haben. Was denkst du? Wo wird es hingehen?
Also ich denke, dass dieses Avatar-Individualisierung noch ein Thema wird in den nächsten Jahren. Also das, was ich jetzt mit Team DID gerade gezeigt habe, dass ich quasi ein Standbild nehme und das zum Videosprecher, der animiert ist, generiere. Ich glaube, das wird noch weiter ausgefeilt und feiner werden. Was man auch sieht bei Synthesia, was ich sehr spannend finde, ist, dass sie auch anfangen, dass ich den Avatar auch steuern kann von seinen körperlichen Bewegungen. Also ich kann mittlerweile in der ersten Beta-Version auch quasi einen Kopf nicken oder einen Kopf schütteln, den Avatar machen lassen. Die Planung geht dahin, das auch noch weiter auszubreiten, zum Beispiel eine Augenbraue anzuheben oder ähnliche Dinge, um einfach auch die Mimik im Gesicht noch zu verstärken oder den Ausdruck des Sprechers zum Gesagten im Zweifel nochmal gezielter mit reinzunehmen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es noch so weit geht, dass irgendwann der Sprecher nicht nur bis hier gezeigt wird, sondern dass er eben im ganzen Körper gezeigt wird und dass der Sprecher dann tatsächlich vielleicht in so einer, ich gehe jetzt einfach mal hier ein bisschen zurück, in so einer fast schon totalen, also Vollkörperaufnahme gezeigt wird, dass er dann eben auch in der Lage ist, irgendwie die Hand zu heben und auf etwas zu zeigen. Also das wäre jetzt so die Entwicklung, die ich noch sehen könnte in Zukunft, dass ich quasi den Sprecher, klingt jetzt böse, aber als Marionette quasi steuere. Also, dass ich wirklich ein lebendigeres Video noch daraus mache, indem ich den Sprecher noch mehr als Person, der mir wirklich hilft, mich tatsächlich jetzt mal physisch gesehen an die Hand nimmt und das dementsprechend mit seiner Gestik und mit seiner Mimik auch nochmal den Inhalt untermauert oder besser begreifbar, verständlicher macht. Das ist, glaube ich, so ein Weg, den ich noch ganz gut mir vorstellen könnte. Zweite Entwicklung, der eine oder andere hat es jetzt mitbekommen, vielleicht ChatGPT, also das von OpenAI, die auch DALL-E gemacht haben, die quasi hinter DALL-E stehen. Die haben ein neues Chat-System an den Markt gebracht, den ChatGPT heißt der. Und der ist eben wie so eine Art, ja, ich möchte mal sagen, universal Ratgeber, Assistent, der mir zu allen Themen was ausspuckt. Und hier könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man den so einen Chat auch einsetzt und sagt, ich will ein Onboarding-Video produzieren. Schreib mir mal ein Skript runter, bei dem in dem Skript zum Thema Urlaubszeit, Regelung, Dresscode, Gesundheitscheck und so weiter berichtet wird. Wie könnte so ein Videoskript aussehen? Und dann würde der entsprechend schon Inhalte dazu generieren, um mir so einen Leitfaden für so ein Videoskript zu geben. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da diese Entwicklung noch weiter hingeht. Also, dass diese Assistenzfunktion jetzt, um so ein Video zu produzieren, noch größer wird. Also auf der einen Seite, ich kann es individualisieren, auf der anderen Seite helfen mir die Systeme in Zukunft noch mehr, um die Inhalte zu produzieren. Ja, das haben wir gestern in unserem Webinar für das Digital Breakfast erwähnt. Einige Teilnehmer haben auch gleich im Hintergrund auf ihren Rechnern das ausprobiert und ihre Ergebnisse dann gleich in der Community gepostet. Das war also teilweise ganz witzig und überraschend für viele. Und wir haben es ja gestern ausprobiert. Ich habe es gestern Abend auch nochmal ausprobiert. Also das ist echt, das macht wirklich Spaß, dieses Ding. Man denkt wirklich, man kommuniziert hier Mensch, Mensch und nicht Mensch-Maschine. Da geht schon wirklich sehr, sehr cooles Zeugs. Ne? Beim Ausblick habe ich auch eine Idee. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, Christopher. Yeah. Bei der, du sagst es ja, okay, da wird es natürlich irgendwie vielleicht mal auf die ganze Totale gehen. Ich denke, dass dort auch die gesamte Videoproduktion komplett automatisiert wird, weißt du? Dass du dann quasi dich in einem 3D, Green Room bewegst, so richtig so VR-mäßig und dann quasi wie das so in Hollywood bei den bekannten Blockbustern, die so etwas solche Technologien nutzen, auch bereits im Business eingesetzt wird. Dass du dann also quasi mit ein paar Sensoren als Real Life dich in diesem Raum bewegst und so weiter und dann ganz bestimmte Aktivitäten durchführst, Gegenstände hochhältst oder Ähnliches und so weiter. Und das durch einen Avatar dann ersetzt wird. Oder durch verschiedene Avatare, verschiedene Sprachen ergänzt und so weiter. Also da denke ich, da werden wir so in den nächsten 10 bis 15 Jahren auf jeden Fall was sehen. Ne? Das stimmt. Ja, also, ob das für Unternehmen dann wirklich auch... Was für Unternehmen jetzt, also jetzt sag ich mal, für eine 50-Mann-Bude jetzt relevant wird, das glaube ich eher nicht. Also die werden das nicht selbst aufbauen. Aber solche Leistungen werden in der Wirtschaft entstehen. Das sehe ich also
nicht ganz, ganz bewusst war, solche Leistungen gibt es schon. Sie sind noch nicht massentauglich, weil es sich noch nicht herumspricht und sie sind auch noch sehr teuer. Mhm. Ja, aber sobald in ein paar Jahren das Zeugs bei Aldi auf dem Ladentisch jeden Montag und Donnerstag liegt, greifen die Menschen zu und dann wird das ganz normal sein, dass wir jetzt, glaube ich, so eine Mensch-Maschine-Kommunikation vermehrt im Recruiting und im Onboarding haben werden. Das glaube ich auch. Also denkbar aus meiner Sicht ist auch quasi, sage ich jetzt mal, vielleicht auch im Onboarding für spezielle Bereiche. Also gerade wenn du sagst, Objekte, die dann da gezeigt werden, die erlebbar werden, dadurch, dass sie mit reingezogen werden, das könnte ja auch eine Einführung in eine Maschine durchaus sein oder ähnliche Dinge. Also dass quasi jemand dann tatsächlich gezeigt wird, wie er die Maschine zu bedienen hat oder wo die wesentlichen Grundfunktionen einer Maschine sind, an der er später arbeiten wird. Also auch das könnte ich mir, oder selbst im Büro, wie funktioniert der Kopierer, dass du einfach ein Video hast, wo eine Person zum Kopierer marschiert quasi, obwohl es eine virtuelle Person ist und du dann beobachten kannst, wie sie entsprechend auf dem Display die Eingaben macht oder zeigt, wie sie, sag ich jetzt mal, den Einzugsscanner irgendwie reinigt oder ähnliche Dinge. Also das durchaus vorstellbar. Also insofern, glaube ich, kann man das, wenn man es jetzt weiterdenkt, auch sogar als den virtuellen Avatar, der uns später die ungeliebten Betriebsanleitungen von Geräten ersetzt. Also dass es in die Richtung sogar geht. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Menge, was man sich gedanklich da auch vorstellen kann. Und ich glaube so, du hattest jetzt so den Zeitrahmen 10 bis 15 Jahren aufgemacht, ich würde den ein bisschen geringer setzen. Also ich würde den schon eher so auf, sage ich jetzt mal, 3 bis 5 Jahre taxieren. Denn was ich so in letzter Zeit an Demos auch schon gesehen habe, jetzt eine App, leider den Namen jetzt gerade nicht parat, aber mit der konnte ich quasi mit meinem Handy ein Objekt einfach einmal 360 Grad quasi drumherum marschieren, fotografieren und er hat mir damit dann ein Rundum-Video erzeugt automatisch und dieses Objekt auch schon als renderfähiges Objekt nachher zur Verfügung gestellt, dass ich es eben genau in solchen Videoszenarien einsetzen kann. Und das ist, das steht kurz vor der Veröffentlichung. Also das heißt, wir sind da schon sehr weit. Also ich glaube, bis halt die Systeme miteinander sprechen, dass alles so zusammengeführt ist, dass es auch, sage ich jetzt mal, nicht einen Animationsspezialisten braucht, der dann diese Dinge zusammensetzt, sondern dass die Systeme, so wie jetzt ein Synthesia, mir es ermöglichen. Ich habe die App und die App ist schon automatisch verknüpft dann mit Synthesia. Ich kann die Daten dann einfach rübertransportieren von dem Objekt, was ich 360 Grad aufgenommen habe. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber ich glaube, die Grundsysteme sind alle schon sehr gut in Startposition. Ja, das sehen wir ganz deutlich auch auf unserer Toolparty. Und da wird sich einiges tun. Schwuppdiwupp sind die Use Cases auf einmal da. Und wie das immer so bei Technologien ist, sagen dann sehr viele Menschen irgendwie so, das war doch eigentlich schon immer so. Das ist doch nichts Neues. dabei kommt da ganz, also in der Anwendung, denn in der betrieblichen Praxis, da werden wir uns, wenn wir noch große Schritte gehen, da bin ich mir auch ganz sicher. Das glaube ich. Ja, super. Auch. Ja, okay. Haben wir sonst noch was mitzuteilen? Nö. Zu diesem also Thema? Also vielleicht, auch? Also wer so unseren Style und die Art der Informationsverbreitung hier sich angesprochen fühlt. Also wir haben auch noch einen Podcast, über den wir genau über solche Themen eben sprechen und uns meistens ein Schwerpunktthema nehmen, das diskutieren und besprechen und die Entwicklung uns dazu angucken, zum Teil auch sogar anhören, wenn es auditiv möglich ist, sodass es auch ein erlebbarer Podcast wird, ist der KI News Talk. Das wäre jetzt noch so die Empfehlung. Also wenn ihr nicht nur quasi uns per Video oder per Livestream anschauen wollt, sondern auch vielleicht unterwegs einfach mal anhören wollt. Wir haben auch ein Podcast-Format, was wir immer regelmäßig bestücken. Und also wir sind sozusagen auf allen Ebenen unterwegs, einmal textlich, wenn man so will, mit unserer Webpräsenz, einmal mit unseren Webinaren als Video-, Bewegtbildformat und als auditives Format mit unserem Podcast. Also je nach Medienwunsch und Mediengattung, Vorliebe bieten wir sozusagen alle Kanalformen für die KI-News oder KI-Informationen an. Genau, und wir haben nur 4 Folgen bisher gemacht, weil wir pro Monat immer eine Folge planen, also 1 bis maximal 2. Bisher haben wir nur 4 oder beziehungsweise 4 geschafft. Und ich sehe gerade mal die Aufrufzahlen und die sind heute in die Höhe geschossen. Also ich weiß nicht, wie schnell das jetzt gehen konnte, dass du es erwähnst und auf einmal die Zahlen nach oben schießen. In der Tat, das ist wirklich so.
Also wir haben okay. heute den Top-Peak der Downloads unseres Podcasts. Insofern, also ja, ich sage immer, das hat ein bisschen was Schicksalhaftes. Ja, wir reden drüber und schwuppdiwupp passiert etwas. Also Leute, wir freuen uns über jeden einzelnen Hörer und über jeden, jede Zuschrift und jeden Hinweis über neue Use Cases, neue Anforderungen, neue Tools. Ja, also interagiert mit uns. Genau. Wir sind ganz offen. Kommt auf uns zu. Ja, also wir haben Spaß daran, für euch die richtige KI-Lösung zu finden, für eure prozessuale Herausforderungen, um irgendwas zu automatisieren, zu vereinfachen. Wir haben sehr viele Tools schon uns angeguckt, sehr viele Prozesse. In unserem Buch haben wir 50 Use Cases. Im Portal sind wir mittlerweile schon bei Nummer 55 angelangt. 56 steht schon in den Startlöchern. Auch hier Ziel, jeden Monat ein neuer Use Case. Und das Thema gibt es das her, locker her. Also die Entwicklung ist rasant, was da passiert. Und wir freuen uns wirklich, wenn wir die rasante Entwicklung in eure Arbeitsprozesse übersetzen können. Ja, da haben wir wirklich Freude dran. Letzte Information vielleicht. Wir haben auch schon den Plan, den Webinarplan für 2023 fertig. Die ersten 6 Monate sind schon auf unserer Toolparty. Also schaut auf die Webinare der toolparty.de. Und dann werdet ihr dort KI-Toolparty.de. KI-Toolparty.de, KI, genau, das dazu sagen. Genau. Das eine oder andere auf der Toolparty.de landet. Ich habe die jetzt nicht vor Augen oder weiß nicht, was da ist, aber wir sind die KI-Toolparty.de. Okay, anklicken, drauf gucken, dabei sein. Okay. Perfekt. Sehr gut. Sinn. Genau. Auf bald. Macht's gut. Ciao. Bis dann.